Moin Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Guten Samstag euch. So. Wir waren wo stehen geblieben? Ach ja, in Alftand. Sackkalte. Sackkalt hier. Und ich glaube, wir sind noch erschöpft, ne? Mal schauen. Wir sind ausgekühlt. Ja, uns ist kalt, aber wir müssen weiter. Ich hatte ja gedacht, dass es eigentlich ein bisschen kürzer drin wäre, aber es ist doch schon sehr groß. Entschuldigung. Gerade noch einen Schluck Dr. Pepper getrunken. Ja, was suchen wir hier? Wir suchen hier eine Schriftrolle der Alten. Wunder, das ist nicht das, was ich haben wollte. Das Falmer-Schild könnt ihr schön behalten. Wir suchen eine Schriftrolle der Alten. Und der Septimus, der hat uns gesagt, hier sollten wir mal hin. Hier könnten wir auf jeden Fall nähere Informationen bekommen. Und deswegen sind wir hier. So, ich würde einfach mal sagen, wir schlafen mal 2 Stunden. Denn hier ist warm drin und vielleicht... Ja! Machen wir nicht nur erfrischt auf, sondern auch wärmer. Gut, jetzt nehmen wir noch ein bisschen Frühstück zu uns. Und dann kann das Ganze auch hier losgehen. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, haben wir hier einen Riesenapparatus, den wir später steuern müssen. Deswegen haben wir auch vom Septimus 2 Teile mitbekommen. Was Rechteckiges, ein leeres Lexikon, und was Rundes. Das ist eine Sphäre. Und mit diesen beiden Items können wir, ich glaube, die Himmelsgalerie ist es. Sekunde, die Himmelsgalerie ist es, meine ich. Konfigurieren, einstellen... Whatever. Ja. Das wär's auch schon. Viel mehr tun wir ja eigentlich gar nicht. Wenn da nicht noch eine Forschungstruppe gewesen wäre, vorne, die uns nicht angegriffen hat. Also einer hat uns angegriffen. Die Reste von der Forschungstruppe haben wir gefunden. Das war ein Skooma-Süchtiger, der kein Skooma mehr hatte. Oh. Endrast? Was hat Endrast denn in sein Tagebuch geschrieben? Die augenlosen Kreaturen überraschen... Okay, es sind Falmer in der Nähe. Überraschen uns im Schlaf. Ich weiß nicht, was mit den Khajiit-Brüdern geschehen ist. Na? Es gelang, im Schloss zu knacken. Wurden jedoch getrennt. Sula schrie, bla bla... Ich rannte wie ein Feigling, konnte hören, wie sie kämpfte. Einfach bla bla bla. Hier verstecken. Diese Metallwesen halten sich immer noch überall in meiner Nähe auf. Und ich wage es nicht, mich zu rühren. Ach, Göttliche. Bitte holt mich jetzt einfach zu euch. Moment. Doch einer der Rampen war kaputt. Ohne zu zögern packten sie mich am Kragen. Meine Tunika warf mich auf den Vorsprung und sagte, ich sollte laufen. Okay. Nee, Moment, das will ich mitnehmen. Also, er ist mit einer weiteren Wache nach vor. Ne? Ach, hier. Oh. Einer weiteren Wache wohl nach vorne. Und dann sind sie in den Hinterhalt von Falmern geraten. Ich meine, die Shaurus-Eier kündigen es ja so ein bisschen auch an. Ja, und das ist hier nicht so gut bekommen. Oh, du hast es geschafft, da drüber zu laufen, ohne die Falle auszulösen? Krass. So. Hä? Ach so! Ich dachte, die goldene Heilige wäre erledigt. Aber da ist einfach nur ein Zwergen. Eine Zwergenspinne gespawnt. Ja. Okay. Gut. Ich habe gesehen, dass sich ein paar wirklich freuen, glaube ich, oder finden, dass wir hier an einer sehr interessanten Quest dran sind. Finde ich gut, wenn das so sein soll. Ich habe jetzt nur die Kommentare überflogen. Denn ich weiß vielleicht, dass die meisten es nicht verfolgen.
In WoW WoTLK Classic ist die Eiskorn-Zitadelle rausgekommen und der Dungeon-Browser. Zwei sehr, sehr coole Neuerungen. Da war ich ein bisschen, oder da bin ich ein bisschen viel eingebunden. Gestern waren wir auch in der Eiskorn-Zitadelle 25er. Eine Random-Truppe. Aber wir haben schon 9 von 12 geschafft. So, warte mal. Hier oben muss noch irgendwo eine Spinne sein, oder? Ist die unten? Wohl nicht hier oben. Ja, ich habe auch noch nicht viel geschlafen. Also, ich habe noch nicht viel geschlafen, ist falsch ausgedrückt. Ich habe nicht viel geschlafen, denn wir bekommen heute auch Besuch. Und, da bin ich zu nicht viel Schlaf gekommen. So, da ist wahrscheinlich die, die den Loot geworfen hat. Oh, aufgedacht, okay. Also, falls ich ein paar Mal gähne, ist es tatsächlich, weil ich ein bisschen müde bin. So, was haben wir hier? Nee, Schuppenhornrüstung wollen wir nicht. Was ist denn hier hinter der Tür? Ich hab ein Skelett gesehen. Der verschlossene Raum. Ich hab ihn aufgeschlossen. So, Zwergenhelm, blitzresistent, Magiker. Ein makelloser Diamant. Das Spiel weiß, was wir suchen. Ja, komm schon. Ah ja. Ach man, oh. Ich würde übrigens sagen, wir sind jetzt gerade questline-technisch einfach mal weiter unterwegs. Wir gucken immer, dass wir von der Hauptstory hin und wieder Stückchen portionsweise die Quest machen und dann uns immer wieder Drachenschreie besorgen. So, Diamanten, wangelhafter Valastein. Die anderen beiden Sachen möchte ich nicht. Ach ja, ich muss erst schlafen. Stimmt, da war ja was. Gut. Weiter. Hier geht's nicht weiter. Muss ich denn hin? Muss ich hier runterspringen? Okay. Gehen wir einfach mal hier runter. Das ist da oben? Hier soll doch irgendwo ein Gegner sein. Jokgra Gortvok. Dietrich. Das ist nicht die, die den geflohenen Dude geschmissen hat. Ach, der! Der Schattenmeister. Mist. Hasse Schattenmeister. Ich hasse Falmer sowieso, die mehr als Falmer heißen. Falmer, die mehr als Falmer heißen, sind nämlich. Moment. Sind nämlich meist mit Gift ausgestattet und machen unnormal viel Schaden. So, gucken wir mal, ob wir ins Schleichen kommen. Ui, hier geht's aber richtig weit runter. Okay. Wie es aussieht, lässt er uns wieder schleichen. Und das sind die Augenlosen, von denen wir im Tagebuch angelesen haben. Okay. Okay. Scheint doch. Er hatte kein Gift. Das ist schon mal gut. Also diese mehreren Ebenen, ne, die verwirren ein bisschen. So ist das schon besser. Aua. Nein, nein, nein. Oh. Komm mit. Wo willst du hin? Wir müssen nach unten. Mann, ey.
Wie habe ich sie nochmal getauft? Hilda, ne? Aua. Oh. Oh. Ja, da vorne ist der. Und sie will dann von da oben da irgendwie hin. Hilda, komm ran. Dein Verstand spielt dir keine Streiche. Hier ist der Dude. Schattenmeister. Okay. So geht's auch. So kann man auch Palmer töten. Einfach von oben runterschmeißen. Ich habe keine Ahnung, was sie da oben macht. Aber wir gehen mal weiter. Oh, die Stelle kenne ich. Oh ja. Hier bin ich super häufig gestorben. Hier bin ich super häufig gestorben. So, jetzt noch den Schattenmeister machen. Wunderbar. Weil Palmer sind halt, wie gesagt, das Gift. Das Gift macht die so gefährlich. Da hauen die auf einmal rein und klatsch. Aber wir haben ja vor ein paar Folgen gemerkt, dass die Abgeschworenen auch verflucht gefährlich sein können, wenn die Feuerpfeile und sowas haben. Feuerpfeile, Blitzpfeile, alles in die Richtung. Das ist richtig krank. Was da dann auf einmal an Schaden rauskommt. Mir ist warm. Warum liegt dann hier Schnee? Oh ja, okay, hier liegt jetzt nichts wirklich, was ich haben will. Das heißt, wir können weiter. Wir kommen irgendwas näher, wo wir hin sollen. Siehst du wieder, vergiftet worden. So ein kleiner Drecksfalmer. Macht einfach dann so viel Schaden. Nur weil der ein bisschen Gift in der Tasche hat. Immer wenn ich die sehe, muss ich an Goblins denken. Irgendwelche miesen kleinen Goblins. Darf ich hier mal durch, bitte? Hallo? Ja, dann eben. Oh, okay. Das ist schlau. Das muss man ja sagen. Das ist schlau. Die räuchern hier. Oder trocknen, sagen wir mal besser. Trocknen die Lebensmittel über diesen Kohlepfannen. Das ist wirklich schlau. Was hatte ich noch neulich gelesen? Genau. Mein Schwager hat mir erzählt, dass er ein Haus holen will. Ich habe ihn gefragt, welches, weil ich gucke mir eigentlich immer ganz gerne. Ganz alles, was so hier in der Umgebung. Oh oh. Moment. Oh oh. Au. Ah. So, wir machen erst den Schattenmeister. Sekunde. Ich erzähle gleich weiter. So, ich denke, jetzt soll es einigermaßen gehen. Also ich gucke mir eigentlich schon immer gerne einfach rein Interesse halber. Ich weiß nicht warum, das hat sich irgendwann so entwickelt, dass ich mir gerne angucke, was es so für Häuser gibt. Wohnungen interessieren mich tatsächlich gar nicht wirklich. Aber Häuser. Und dann habe ich versucht, das Haus zu finden, was er sich holen möchte. Und ich habe eins gefunden, was sehr ähnlich auf die Beschreibung passte, aber er hat mir dann danach gesagt, weil ich ihn gefragt hatte, ob es das ist. Nein, das ist das nicht. Das ist schon runtergenommen worden. Weil die sich das kaufen möchten. Was ich aber cool fand, weshalb ich überhaupt drauf gekommen bin, die räuchern ja hier oder trocknen jetzt hier Fleisch. Und das Haus, was ich dachte, was er sich holt, da hat einfach der Verkäufer halt reingeschrieben,
in der Ausstattung. Im Keller ist ein Räucherofen für Wurst, Beef Jerky und so weiter und so fort. Warum kann ich die Fallmauern nicht... Jetzt geht's. Nee. Ich kann die Fallmauern nicht mitnehmen. Das fand ich schon recht cool, weil viele, ich sag mal, Neubauten, die haben ja gar keinen Keller mehr. Und dann gibt's halt noch die Häuser, die man die gebaut wurden, extra mit der Intention, deine eigene Wurst zu machen, also so Salami und so, ne? So, wo sollen wir denn jetzt lang? Da vorne war, glaube ich, ein Aufzug und hier geht's raus. Oder wie? Hier können wir weiter nach unten. Okay, wir gucken erstmal, was hier alles versteckt liegt. Menschenfleisch, Igitt. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und? Oh ja. Hier haben sie alle Sachen hingepackt. Leere Skuma-Flaschen und eine Skuma. Guck mal, ey, ey! Wo ist er denn, der... Ach nee, der ist ja tot. Da hätte sich der Kollege seinen Skuma abholen können. Weiß eigentlich irgendeiner, was Skuma beeinflussen soll? Ich meine, das steht in einem Buch. Aber das Drachenblut ist ja, wie es aussieht, von Skuma komplett unbeeindruckt. Aber ich fände es schon lustig, wenn man mal wissen würde. Also wenn einer von euch weiß, welchen Effekt Skuma haben soll, dann fände ich das schon interessant zu wissen. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Wally. Tut mir leid für dich, Wally. Leder neben einem Menschenleder. Ja, ich guck mal eben da vorne, hier um die Ecke, wo war's? Da. Eisruinen. Nehmen wir einfach mal und gucken, wo wir hinkommen. Ach ja. Hier ist... Ah! Verstehe. Hier ist der Aufzug von den Fallmann zum Forschungscamp, der aber nur von der Innenseite hier... Sekunde, ich sammle mal eben alle Eibeutel ein. Der aber nur von der Innenseite geöffnet werden kann. Und wieder verschlossen. Da müssen wir aber schon sehr nah sein, wenn wir hier einen Aufzug zurück nach draußen finden. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich habe gerade unglaubliche... Nee, Skyrim. Sekunde, Skyrim flackert. Ich glaube, das hört nicht auf. Also laut meinem OBS habt ihr auch das Flackern. Ich mache das mal anders. Ich habe auch keinen wirklichen Sound mehr. Ich pausiere mal und starte das Spiel neu. Es war tatsächlich das Spiel. Das Spiel war so am Flackern. Es hat sich irgendwie wohl ein Soundfile aufgehangen oder was weiß ich. Das war schon wirklich sehr nervig. So, aber jetzt ist weg. Jetzt können wir weitermachen. Hi, Eureka, dem Pausenbutton. Du hast ja so zwei Eisenpfeile in dir drin stecken, Kollege. So. Hier unten kommen wir dann endlich zu den Spinnen. Da ist der eine Fall mal heruntergefallen. Oder auch nicht. Ah Mann, ey. Das ist ein, die interessieren sich auch überhaupt nicht füreinander. Wieder vergiftet, ja klar. Wobei, das Fallmalgift macht gar nicht mehr so viel Schaden, hm? Eine Schaufel. Interessant. Alter, da bin ich nicht hier mit dem Schild gewesen. Da unten an der Treppe liegt der Dude, den wir runtergeschmissen haben. Hier. Aufhören. Immer wenn ein Fall mal in einem Finishing-Move ist, muss ich an so Herr der Ringe
Herr der Ringe, Bildszenen denken. Die sind ja auch immer so sehr hoch detailliert teilweise gemacht, wie sie dann da ihre wie soll man es hin? Stark in Szene gesetzten Killmoves haben. Ja, das haut hin. Gimli hat nicht so wirklich viele davon, aber Legolas und Aragorn haben schon mal welche. Wobei Gimli aber ein richtig cooler Charakter ist. Gimli und Legolas, ey. Da gibt's Compilations auf YouTube, wo man sich einfach die besten Szenen von den beiden angucken kann. Und die sind schon echt gut, ey. Mit einer der besten Szenen, finde ich, wo Gimli mit Legolas ein Wegtrinken gemacht hat. Und einfach voll unter den Tisch gesoffen wurde. Er sitzt da einfach irgendwo nur noch so. Richtig gut. Okay, Warum läufst du da rein? Der Bereich hier erinnert mich gerade ein bisschen an Gramfeste, die Kanalisation. Gramfeste, die Kanalisation, bin ich ja das erste Mal in Morrowind seit langem. Also Morrowind war ich lange Zeit lang sehr schwach. Dann war ich lange Zeit lang sehr stark. Und dann bin ich in Gramfeste in der Kanalisation angekommen und habe zum ersten Mal wieder starken Widerstand gefunden. Oder bin auf starken Widerstand getroffen. Bis ich mich dann ein bisschen wieder gefühlt habe, sag ich mal. Das erinnert mich so ein bisschen. Das waren halt die Kanalisation von Gramfeste, kann man sich als lange, etwas leicht dunkle, also etwa in dem Sinne beleuchtete Gänge vorstellen. In denen vor allem... Oh, meine Katze will rein. In denen vor allem Goblins waren. Sekunde. Bei diesen Goblins oder... Gnolls oder wie man sie nennen möchte. Ich weiß ja auch nicht mehr, ob es Goblins waren oder Gnolls. War es so, dass die... Dass die auch ziemlich starke... Vertreter hatten. Nicht nur die Schwachen. Sondern was wäre es denn nicht für eine Aufnahme oder eine Folge, wenn mir nicht mein Kater hier... auf dem Schreibtisch rumklettert. Ne? Du musst auch jede Folge aufkommen. Wobei, ich glaube, gestern in Outward war es zum ersten Mal... Ne, direkt am Anfang von Outward aufnehmen. Direkt am Anfang von Outward musste sich Kollege Schmalspur sofort mit ins Bild drängen. So. Der möchte nicht kämpfen, wie es scheint. Ist mir lieb. So brauche ich mich nicht... aktiv verteidigen. Okay. Hier weiß ich nicht mehr genau, wie das aufgebaut war. Ich meine, der Gang ist mir hier geläufig. Die Eierbeutel deuten aber eher auf Shorus hin. Und bisher, trotz dem ganzen Krach, den ich hier mache, taucht keiner auf. Ist schon recht komisch. Vielleicht kommen die ja später. Na? Der sieht schon wieder ziemlich verschlafen aus. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Katzen hat, aber dieser Vertreter hier setzt sich gerne mal wirklich einfach so hier auf den Schreibtisch und schläft im Stehen halb. Also nicht so ganz, ne? Nicht so, dass er dann im Kopf wegnickt, aber er hat halt so dieses... so halb am Pennen. Ne? Was ist da was am Auge? Warte mal. So. Hör mal. Ja, ist weg. Ist weg, wunderbar. Gut, Chorus Iron Skiva Schwänze. Ich verstehe nicht, also ich sehe den, ich meine, wenn Chorus Iron Skiva, Chorus Iron und Skiva Schwänze hier drin liegen, würde ich schon verstehen, okay, da hier sammeln sie die Sachen vielleicht drin, aber warum ist eine Axt, ein Schild und Pfeile hier? Das ist so, da fehlt mir so ein bisschen der RP-Gedanke hinter, weil vieles hier tatsächlich in Elder Scrolls ist wirklich auch immer mit dem RP-Hintergrund platziert, aber sowas hier, gerade halt hier in der Hütte da, da denke ich so,
Da hat halt einfach einer irgendwelche Items reingeklatscht, die in diesen Bereich passen. Um einfach Items hinzulegen. Gut. Rechte Seite fertig. Wir müssen aber auch irgendwo einen Hebel oder sowas finden. Ich glaube, ich habe gerade den Weg gefunden, um den Hebel oder hier das Tor zu öffnen. Oh. Die ganzen Eier hebe ich jetzt nicht mehr auf. Müsste so langsam eigentlich genug sein. Wie viele haben wir? 100. Ah, die reichen erstmal. 135 Chorus-Eier. Wir haben sowieso Alchemie auf 100. Da brauchen wir nicht zwingend alle Alchemie-Zutaten, die wir sowieso schon im Überfluss besitzen. Gut, hier müsste genau der Hebel sein. Tür auf! Bedrohlich. Naja. Oh, meine Waffe ist nicht ausreichend geladen. Da muss ich gleich dran. Ich glaube, ich habe nämlich Seelensteine mit. Ein Aufzugsschlüssel! Für mich wie bei Pokémon, wenn man den Liftschlüssel, den Liftöffner gefunden hat. Wer kennt's noch? Den Fragezeichenöffner und den Liftöffner. So, Waffe. Gewöhnlich, gewöhnlich, gewöhnlich. Wunderbar, Ladung wieder voll. Den Smaragd und Zwergenöl. Der hat richtig schön Loot gehabt. Er hier? Ja, okay, Aufzugsschlüssel halt. So, gibt's noch irgendwas hier an den Seiten, was wir einsammeln müssten? Gehst du schon wieder? Okay. Dann geh wieder. Ja, hier ist noch was. Muss ich doch. Ich hab's gerochen. Oh. Ach, komm schon. Dankeschön. Und dann waren da nur drei Kohlen drin. Alles klar. Einen Speichern wir mal, bevor wir hier den nächsten Abschnitt betreten. Und gucken. Ach, das ist gar kein Abschnitt. Also, Sulla gegen, wer ist der andere? Humana. Mal gucken, wer gewinnt. Bisher ist Humana am besten. Ich dachte, ich loot schon mal. Entschuldigung. Ah. Was ist denn dein Problem? Au. Du hast ein cooles Schild. Was ist das für ein Schild? Geh weg. Geh weg, Umana. Umana. Wunderbar. Das Tor ist das. Ah. Komm schon. Zeig mir, was du kannst. Ja. Wie der Biss eines Flohs. Tja. Hat nicht ganz geklappt, Umana. Was ist das für ein Schild? Schild des Blutigen. Gegen Gegnerangriffe verursachen für 5 Sekunden 3 Punkte Blutungsschaden. Ich hoffe, das kann man entzaubern. So, wo ist jetzt Wir sind verloren. Rückzug. Sulla? Jetzt kann
nicht. Nicht, dass der uns noch in den Rücken fällt, ne? Der hat sich zwar schnell versteckt, aber... So nicht. So, jetzt gucken wir mal eben. Nein. Schwarzmarkt und schwarzes Buch und unerzählte Legenden sind's. Schwarzweite ist nicht das, was ich suche. Ich denke mal an unsere To-Do-Liste und das würde damit... Oi. Oi. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Alter! Das ist ja ein richtiges Dorf. Wie geil! Auf einmal ist die Musik auch weg. Nur so ein leichtes Hintergrundrauschen. Aua! Wir müssen als allererstes in dieses Haus. Ne, wir müssen als allererstes das Ebenerz hier schürfen. Mal schauen. So. Was ist hier drin? Siderions Feldlabor. Purpurne Nierenwurz. Zurück zu den Wurzeln. Ha! 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 Das ist hier Jackpot. Ohne Scheiß. Das ist Jackpot hier. Unglaublich viele Alchemie-Materialien. Oh! Unterschiedliche vor allem und nicht nur immer 50.000 Chorus-Eier. So. Dererum. Derenis. Das hat damit nicht, gar nichts zu tun mit dem purpurnen. Wo ist denn die Bedeutung? Okay. Ach, Siderion, hier. Held-Tagebuch. Hätte ich nicht gedacht, dass wir hier noch wen finden. So. Ich habe einen Großteil meines Lebens damit verbracht, das Geheimnis der Nierenwurz zu lüften und trotzdem bin ich mit meinem Ergebnis unzufrieden. Das durchdringende Geräusch dieses seltsamen Krauts verfolgt mich. Es treibt mich an, das Geheimnis der... Es treibt mich an, das Geheimnis der Pflanze zu lüften. Selbst ein edler und unerschütterlicher Reisender für mich auf die Suche ging und mir hunderte Nierenwurzel brachte, konnte ich nur ein mittelmäßiges alchemistisches Ergebnis erzielen. Aber das hat meinen Hunger nach der Lösung des Rätsels lediglich verstärkt. Erst über 50 Jahre später wurde mein Gebet erhört und hat seinen Weg in meine Werkstatt im Keller der Herberge zur Westebene gefunden. Als erstes vernahm ich einen vertrauten Ton, das unvergleichliche Summen der Nierenwurz. Als ich mich umdrehte, schlug mir das Herz höher und ein Schauer lief mir über den Rücken. Hinunter. Das war eine Nierenwurz, aber von einer Art, die ich noch nie gesehen hatte. Die Pflanze besaß unterschiedliche Rotschattierungen. Jedes Blatt war mit unzähligen Purpurtönen überzogen. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich war wie erstarrt. Ich hatte mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, dass es so ein einzigartiges Exemplar der Nierenwurz geben könnte. Nach einem unangenehmen Augenblick der Stille war ich in der Lage, dem Reisenden, der mir diesen Schatz gebracht hatte, einige gestammelte Fragen zu stellen. Er sagte, sein Name sei Obed Arnesian, ein Schatzsucher aus Himmelsrand. Offenbar hat er ein großes unterirdisches Höhlennetzwerk, die Schwarzweite, erforscht und in seinen Worten nach dabei auf ein lautes rotes Kraut gestoßen. Da seine Expedition nicht sehr erfolgreich verlief, wollte er die Höhlen nicht mit leeren Händen verlassen und nahm eine purpurne Nierenwurz mit. Er sagte, es hätte eine ganze Weile gedauert, bis er zu mir weiterempfohlen worden sei.
und nun hoffe er, dass ich einen guten Preis dafür bezahlen würde. Doch bevor ich mich wieder fassen und weitere Fragen stellen konnte, bot mir Obed an, die purpurne Nienwurz, eine Karte mit dem Weg zur Schwarzweite und den seltsamen Schlüssel zu verkaufen, der nötig war, um durch die äußere Verteidigung zu gelangen. Es dauerte nur einen kurzen Augenblick, bis ich mich entschieden hatte. Obed verließ Skingrad mit 1000 Septim mehr im Beutel, aber ich wäre auch bereit gewesen, den 10-fachen Preis alleine für das Kraut zu bezahlen. Nach einem Jahr Vorbereitung war ich in der Lage, meine Dinge zu packen, meine Werkstatt zu verkaufen und nach Himmelsrand aufzubrechen. Kurz mal hier eingeschnitten. Diese Dudes, die sich so intensiv mit diesen Forschungen investieren, woher haben die das ganze Geld? Ich meine, der hat ja schon hunderte Nierenwurz sich irgendwie besorgen lassen oder besorgt. Das ist ja schon teuer genug. Wie können die so viel Geld haben? Wo kommt das her? So, und jetzt weiter. Bevor ich die Schwarzweite erforschen konnte, wollte ich allerdings erst in großer Abgeschiedenheit ein neues Labor einrichten. Nach meiner Anfrage an der Akademie von Winterfeste, deren Ehrenmitglied ich bin, wurde ich an Avrusa Sareti weiterverwiesen, eine Schülerin der botanischen Alchemie. Sie besaß einen kleinen Hof in der Nähe von Riften. Im Austausch für mein Wissen über den Anbau der Nierenwurz konnte ich den Sareti-Hof zu meinem Ausgangspunkt für meine Feldforschung nutzen. Ich hielt mein Wissen über die purpurne Nierenwurz vor Avusa geheim, teilte aber mein übriges Wissen als Dank für ihre Gastfreundschaft mit ihr. Nach einigen Monaten war ich endlich bereit, die Schwarzweite zu betreten. Ich nahm das runenverzierte Lexikon von Obed und stieg hinab in die Tiefen. Ich wollte genügend purpurne Nierenwurz sammeln, um mein bisher größtes alchemistisches Werk zu schaffen. Ich war mir sicher, dass ich mindestens 30 Pflanzen für den notwendigen Katalysator brauchen würde. Das bringt mich in die Gegenwart zurück. Meine anfängliche Suche wies darauf hin, dass die purpurne Nierenwurz eine ähnliche Vorliebe für Feuchtigkeit wie die Gartenvariation besitzt, aber auch eine Art Symbiose mit den riesigen Pilzen eingeht, die in der Schwarzweite zu finden sind. Ich vermute, dass die Pilze eine Art Wasserquelle sind, die die Feuchtigkeit der unterirdischen Luft wie ein Schwamm aufsaugen. Somit entsteht die ideale Bedingung für die Nierenwurz. Leider scheint die purpurne Nierenwurz eine wesentlich kürzere Lebensspanne zu besitzen und sie kommt hier unten auch nicht besonders häufig vor. 30 von ihnen zu sammeln ist eine ziemlich große Herausforderung. Doch hoffentlich erlauben mir die Bewohner von Schwarzweite ungehindert meine Proben zu entnehmen. Haben sie wohl nicht. Gut, das war jetzt ein ziemlich langes Buch, aber ich dachte, wir lesen mal die Side-Story zu den purpurnen Nierenwurzen. Ganz gut ist, dass hier auch ein Bett ist. Dann können wir mal eine Stunde schlafen und unser Level-Up auch gleich wieder mitnehmen. Wunderbar. So. Moment, ich will mal kurz hier schauen. Man könnte Einschlag stoßen, wenn die doppelt gewirkt werden. Runenmeister und Zerstörung Adept. Brauchen wir eigentlich alles nicht. Verstärkter Frost. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass ich den geskillt habe. Naja. So. Dann gehen wir mal los, ne? Die 30 Nierenwurzel werden wir bestimmt an seine Schülerin bringen müssen. Warum habe ich weniger Ausdauer? Achso, weil ich hungrig bin. So. Also, in der Nähe der riesigen Pilze und in der Nähe vom Wasser werden wir die Nierenwurzel finden. Aber da vorne müsste doch schon, genau, der erste sein. Ist der purpurne Nierenwurz eigentlich eine normale Zutat? Lass mal nachgucken. Jau! Oh, blöd, dass ich nicht mehr, passenden Talente habe, um jetzt einen zu futtern. Alter, der macht aber verflucht viel Schaden. Ach du Kacke. Und ausgekühlt. Ja, das ist das Gift von den Bastarden, ey.
Wir kommen gleich wieder. Hab nur ein bisschen Geduld. Wir müssen eben unser Leben ein bisschen auffüllen. So. Oh, das wusste ich nicht. Ich dachte, ich hätte einen anderen Schrei drin. Warum treffe ich dich denn nicht? Na also. So, diese riesige Umgebung hier liegt hier noch komplett vor uns. Alter, ich hätte gedacht, in 2 Folgen sind wir durch. Keine Chance. Riesig, riesig großer Abschnitt hier. Ah! Du widerliches Drecksviech. Das war der richtige Finisher dafür. Alles klar. Ich gehe davon aus, dass wir noch ein bisschen brauchen werden, um hier durch zu sein. Das heißt, wir machen mal hier einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und hoffentlich auch bis zur nächsten Folge. Tschüss.